Bei Harz und Herzlich überrascht Rostockerin Manja die Zuschauer. Sie ist wieder zurück und packt aus, was in ihrem Leben und ihrer Beziehung passiert ist. Bei Harz und Herzlich zeigen die Bewohner des Rostocker Blockmacherrings ihren ungeschönten Alltag, Geldprobleme und Stress mit Ämtern inklusive. Die Zuschauer sind stets dabei, wenn etwas im Leben der Protagonisten passiert. Nur selten geschieht es, dass jemand einfach von der Bildfläche verschwindet, wie die von vielen tot geglaubte Manja. Was ist mit Harz und Herzlich, Manja passiert? Rostockerin packt aus, die 52-Jährige gehört zu den Urgesteinen der Rostocker Ausgaben. Vor allem mit ihrem Ex-Freund Martin war Manja oft im TV zu sehen. Damit erreichte sie fast schon einen Kultstatus. Als sie dann verschwand, herrschte Verwirrung. Viele Zuschauer vermuteten, dass sie gar nicht mehr am Leben sein könnte. Mit diesen Gerüchten räumt sie jetzt auf und erklärt, wo sie ein Jahr lang gesteckt hat. Ich habe seit letztem Jahr April durchgängig im Bett gelegen bis Januar, berichtet Manja in den neuen Folgen. Dass sie monatelang bettlägerig war, lag an einer Operation. 4 Stunden ging die OP, 3 Wochen Krankenhaus und dann lag ich nur noch im Bett, zählt die Multiple Sklerose-Patientin auf, was seit ihrem letzten TV-Auftritt geschehen ist. Doch dafür hat sie immerhin einen neuen Rollstuhl, Bordeauxfarben mit Glitzer, denn blau oder grün haben alle, erklärt sie. Harz und Herzlich, Manja nach Trennung von Martin jetzt auch Liebesaus mit Norbert? Der neue Rollstuhl war auch nicht ganz günstig, der hat 7000 Euro gekostet. Eine Summe, die die Rostockerin nicht alleine aufbringen könnte. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten, immerhin ist das Gerät für Manja unverzichtbar. Aber das neue Gefährt ist nicht das Einzige, was sich bei ihr verändert hat, auch in ihrem Liebesleben hat sich etwas getan. Nach der Trennung von Martin war die Harz und Herzlich Ikone nicht lange betrübt, in einer obdachlosen Unterkunft lernte Manja ihre neue Liebe Norbert kennen. Seitdem sind sie ein Herz und eine Seele, oder? Er hat gesagt, I love you forever, und ich hab nur gesagt, sie, Deutsch, ja, berichtet sie, jetzt ist er beleidigt, wie eine kleine Leberwurst. Seit Monaten habe das Paar keinen Kontakt, doch die 52-Jährige glaubt weiterhin an die Beziehung, auch wenn sie nichts von ihrem Freund hört.